wären's 10.000. Als wären es 10.000. Oh, Kinder, ist das schön. Das ist so schön. Das ist wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ist das toll? Das ist so toll. Nach so langer Zeit. Oh, echt, Menschen. Wir haben wirklich... Es ist... Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist so... Es ist super. Es ist einfach toll. Wir haben... Dankeschön. Dankeschön. Das ist wirklich... Vielen Dank. Vielen Dank nach so langer... Nach so langer Zeit vor Menschen, vor echten Menschen, vor Gesichtern, vor Körpern, vor Armen, vor Händen, vor Füßen. Das ist toll. Also wir haben ja also in dieser Lockdown-Kultur wir haben ja alles gemacht. Ne? So im letzten halben Jahr. Also wir haben Autokino, haben viele Kollegen, also auch, ich auch. Autokino, man ist ja nie zu alt, um irgendwo doch noch neugierig zu sein. War interessant, also war toll. So vor Motorhauben und... Ja, also auch so vor Windschutzscheiben, da hat die alte Kabarettlegende Scheibenwischer mal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das war echt toll. Aber wie gesagt, also einfach, ja, dann haben wir Streamen, habe ich auch gemacht. Streamen hat unsere Kulturstaatsministerin gesagt, Streamen ist toll, sage ich, nein, Streamen ist nicht toll. Aber mein Management hat schon vor Corona gesagt, Priol, haben die gesagt, Priol, du musst das Analoge virtuell begleiten. Digitalisier dich. Okay, mach ich halt. Also Klicks generieren, präsent sein, twittern, bloggen, tuben, mache ich seitdem. Ich mache ja meistens das, was man mir sagt, weil das ist das Schöne, wenn man immer das macht, was man einem, also was man gesagt hat, dann macht das Leben irgendwo auch einfacher. Was mir gesagt wird, mache ich. Das ist total entspannend. Ich war neulich mit dem Auto unterwegs und da hat mir die eine von Google Maps, die haben immer so eine saublöde Aussprache, weil die in irgendeinem polnischen Digitalstudio immer drauf, war ich mit der in Frankreich, sagte ich, bitte rechts abbiegen in die Avenue de Charles de Gaulle. Habe ich gesagt, okay, machen wir. Ein paar Tage später bin ich mit ihr bei uns von der Autobahn abgefahren, sagte sie, bitte rechts halten. Habe ich gemacht. So auf dem Grünstreifen ausgerollt, hab abgewartet auf eine neue Anweisung, dass irgendwas kam, kam aber nichts, war mir aber relativ egal, weil im Radio Deutschlandfunk lief ein total spannendes Feature zu Griechenland, Griechenland in der Antike und das war ja wirklich toll, also welche Götter da mit wem oben im Olymp, da könnten sich bei uns die Katholen mal, also los ging's mit Zeus und das war ja ein Sausack. Das war so ein Schwerenöter, der hat sich ja in alles Mögliche verwandelt, nur um die Frauen irgendwo, ne? Wenn eine zu ihm gesagt hatte, oh, ich liebe Hamster, hat er sich in einen Hamster verwandelt. Zeus, sagen heute viele, war der erste Frauenversteher der Geschichte. Um seine ehemalige Lehrerin Metis zu verführen, ist heute bekannt unter dem Macron-Syndrom, hat er alles gemacht, sich in alles verwandelt, bis es Metis zu blöd wurde und sie sich selbst in eine Fliege verwandelt hat, um ihm zu entgehen. Hat sich Zeus, der alte Fuchs, nur gedacht, haha, mache ich mich zur Echse, zack, Zunge raus, Metis aufgefressen. Aber genau das war ja das, was Metis von Anfang an gewollt hat, weil von Stunde an saß sie als Kontrollinstanz im Kopf von Zeus, als so eine Art Aufsichtsrat quasi. Und da habe ich mir auch gedacht, guck mal, Frauen sind einfach clever. Ne, das war so, es war so spannend, wirklich. Es war, dieses Feature war so, ich habe die Autobahnpolizei erst gar nicht gemerkt, als die neben mir hielt, dann bin ich ausgestiegen, bin zu dem Polizist, habe nur gesagt, wussten Sie schon, die Frau ist die mäßigende Stimme im Kopf des Mannes. War dann ein bisschen längere Diskussion, also wir haben uns am Ende geeinigt, von wegen nichts getrunken, alles gut, 300 Euro und ein Punkt in Flensburg. Gibt's denn gar nichts Positives bei uns, über das wir doch, war dann irgendwann der Großflughafen in Berlin. Der Bär, die Genehmigung wurde erteilt, der Großflughafen soll in diesem Jahr wirklich an den Start gehen. Und zwar wann? Am 31. Oktober. Da ist Halloween, das ist toll. Da werden sie die Kürbisse nehmen, apropos Kürbisse.
Doch, es gab noch mehr zu feiern. Die CDU hat in diesem Jahr auch gefeiert, 75. Geburtstag. Gratulanten gab's zuhauf. Vorneweg die Grünen, die es ja gar nicht mehr abwarten können, ne, gemeinsam mit der Union eine Koalition einzugehen, um dann in dieser Koalition das zu spüren, was alle anderen vorher gespürt haben, wie man in so einer Koalition eingeht. Ich fand es auch toll. Die CDU wurde 75 Jahre, habe ich gesagt, vielleicht gar nicht so feiern, weil jetzt hat sie ein Alter erreicht, das dem ihrer Stammwähler entspricht, die immer treu dafür sorgen, dass sie stets die stärkste Kraft, wie jetzt auch wieder in Nordrhein-Westfalen, also mal ehrlich, so wird sich nie was ändern bei uns, oder? Wenn immer die Generation Abendrot bestimmt, wo es lang geht, die Golden Ager, die also bei uns über eine Zukunft bestimmen, die sie selbst gar nicht mehr so lange haben. Nee, man sagt ja immer, die Union, das ist Letztwählers Liebling, dessen Restlebensmotto oft die Agenda ist, oben klar und unten dicht. Mehr wünsche ich mir fürs Alter nicht. Ich sage, okay, es ist gut. Ich sage, für untenrum gibt es ja Möglichkeiten, aber mit obenrum wird es schwierig. Es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Wobei ich mich da auch gefragt habe, und was machen wir eigentlich so in der Krise? Wie gehen wir eigentlich mit der Jugend? Was machen wir? Ist irgendwie jemand, der sagt, oh ja, Jugend und Wahlalter senken und so? Na, doch nicht, weil dann könnten ja die 16-Jährigen das wählen, was die Etablierten nie. Also, nee, die Jugend hat nie so, oder? War, hä? Clubs bleiben dicht. Soll die Jugend sehen, wie sie klarkommt? Und dann waren viele überrascht, so nach Pfingsten, als das Wetter schön wurde, laue Sommerabende. Und dann haben viele, was machen denn die Jugendlichen da? Haben wir das denen erlaubt? Die gehen einfach raus, treffen sich in Parks, hocken sich dahin und machen Party. Hallo! Also hallo, was hätten wir denn in dem Alter gemacht? Hä? Wenn uns damals, so wir zwischen 16 und 22, wenn unsere Eltern uns damals gesagt hätten, ihr wisst schon, wir haben jetzt den Lockdown. Da bleiben wir am Samstag schön, ich habe ein paar Schnitzel gemacht. Wir hocken uns heute alle ins Wohnzimmer und gucken gemeinsam Dalli Dalli. Erdgeschoss, Kinderzimmer, Fenster auf, weg waren wir. Die Jugend, es ist doch logisch. Also es ist wie mit der Kultur auch, keine Pläne, keine Konzepte, vernachlässigbar, interessiert kein Arsch. Logisch, also ich meine, klar, dass die Jugend dann irgendwann gesagt hat, in lauen Sommernächten, wir hocken uns ans Mainufer und machen ein bisschen, lassen uns mal ein bisschen. Das Einzige, was mich da, ich habe für alles Verständnis, aber was mich wirklich geärgert hat, war, dass sie ihren Müll haben liegen. Wenn sie sich schon vorher bei McDonald's ihre blöden Styropor-Packungen mit dem Pressformfleisch, Drecks, Mist, Nuggets, Blödsinn, haben kaufen müssen, dass sie dann den Mist nicht wenigstens wieder mitgenommen, also wenn ich so morgens dann da lang und habe das alles gesehen, da hätte ich auch nichts gehabt gegen Kameras. Nur wenn einer, wo man merkt, oh, der nimmt seinen Scheißdreck nicht mit, zwei Wochenenden, paar Sozialstunden im Wald, den Müll aufsammeln in so einem frottefarbenen, also frotte, Ganzkörper, frotte, overall, rosafarben, hinten drauf noch beflockt, ich bin eine Umweltsau. Das hätte mir sehr gut gefallen. Da haben wir mal ein bisschen Spaß. Aber Spaß ist ja in der neuen Normalität nicht vorgesehen. Nur Warnungen. Vorsicht, ein bisschen aufpassen. Corona. Ha. Vorneweg da, wo ich herkomme, bin ja so Randbayer. Also gerade in Bayern, ja, Vorsicht, die CSU mit ihrem super Angstspreader Markus Söder. Meine Güte, wenn der ankommt, der baut sich immer so bedrohlich auf. Mit seinem mephistophelischen Blick und seinen 1,94 kommt der immer an und sagt, es geht um Leben und Tod. Ha! Und da sagt das Volk, oh lieber Gott, der Sensenmann ist da. Es geht um Leben und Tod.
sein Konkurrent um den Kanzler-Dingsbums, also Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, der sagt das auch immer. Der kommt auch immer und sagt, es geht um Leben und Tod. Aber das klingt nicht so, ne? Also, das klingt immer so, als ging der Satz noch weiter. Es geht um Leben und Tod. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Corona. Nein, aber Söder, es geht um Leben und Tod. Der Umfragekönig, der mittlerweile schon herbeigesehnte Kanzler. Ich sag immer Hallo. Wenn ich außerhalb Bayerns irgendwo unterwegs bin, sage ich, bitte hört auf. Wir kennen ihn schon länger. Und wir kennen ihn auch besser. Lasst ihn bei uns, wir halten ihn aus. Es ist wirklich, er hat Markus Söder, unser großer Inszenator. Der Super Bayern testet an den Grenzen die Urlaubsrückkehrer. Und dann sagt er noch, wir machen das natürlich vor allem für Deutschland. Und dann stehen die da, die Tester, und notieren die Daten mit Tafel und Kreide. Dann hat es geregnet, alles weg, es war saublöd. 10.000 Daten einfach verschwunden, kommt der Söder und sagt nur, ärgerlich. Ja, kann sein, ne, ist halt, ja, ärgerlich. 10.000 laufen womöglich als Superspreader im ganzen Land rum, ärgerlich. Und es ist auch egal, weil die Bayern sagen, Hauptsache schöne Bilder. Söder, der Macher im Hochregallager für Klopapier, Söder mit seinem Verkehrsminister Scheuer am Flughafen. 11 Millionen Masken hat er dort begrüßt, persönlich umarmt. Tolle Bilder, der Landesvater kümmert sich. 3 Tage später war nur so eine kleine Meldung, 4 Zeilen. War saublöd, weil alle 11 Millionen Masken Schrott mussten eingestampft werden. Die Super-Söder-Masken waren weg. Hat der Söder locker genommen, hat er weggebügelt. Hat der Scheuer bestellt. Das ist Andreas Scheuer, das ist auch, der bräuchte einen ganzen Fliegenschwarm im Kopf, um ein paar Stimmen der Vernunft ihm irgendwo und der Mäßigung, aber Platz genug wäre ja. Aber der ist auch so einer, der in der Corona-Zeit Scheuer immer noch im Amt, ja, ist halt so, fragt keiner mehr, oder? Eins der vielen Themen, die unter dem Corona-Radar einfach so durchgerutscht waren. Ne, Love Parade-Prozess weg, FIFA-Skandal verjährt wegen Corona, die Dieselbetrüger von VW, halb so wild, VW-Prozess wurde eingestellt, die Manager freigekauft, ne, auf Kosten der Steuerzahler, logisch, weil, okay, habe ich verstanden, weil so ein Prozess wäre schwierig gewesen. Also, wenn man also wirklich alle, die von dem Dieselskandal wussten, die an ihm beteiligt waren und die ihn vertuscht haben, wenn wir all die auf eine Anklagebank, wie hätte es gehen sollen, also mit den Abstandsregeln, also im, da hätten wir die Allianz Arena anmieten müssen und da hätte VW wahrscheinlich dann der Regierung noch die Mietkosten in Rechnung gestellt und die Regierung hätte gesagt, ja, wenn VW sowas verlangt, machen wir das, weil Lobbyarbeit zahlt sich eben aus. Na, aber das ändert sich ja jetzt. Also eins haben sie jetzt doch, also in diesem Corona, doch, es kommt was. Also die Große Koalition hat sich auf einen, wie die Bild-Zeitung geschrieben hat, auf ein knallhartes, und dann weißt du, oh, knallhart wie Softeis. Also hat sich auf ein knallhartes Lobbyregister geeinigt. Und jetzt gibt's für uns alle Transparenz, dass wir nachvollziehen können, wer mit wem, also wer wem Geschenke gemacht, wer dann also mit fetten Aufträgen, also der wird, das werden wir jetzt alle, ne, also, naja, also nie ganz, also ausgenommen von der großen Transparenz sind die Mitglieder der Regierung und natürlich auch, ja, das Kanzleramt. Dafür hatte sich die knallharte Säulenheilige Angela Merkel stark gemacht, weil Lobbyarbeit und die Folgen,
das ist so, man weiß ja, was alles ist. Man nehme nur den Fall Wirecard, wobei da alle gesagt haben, nee, also Wirecard, da hat die Regierung gar nichts. Das war der Scholz von der SPD, der Scholz war das, der, okay, also ist dumm gelaufen für ihn. Man darf aber nicht alles der SPD in die löchrigen Schuhe schieben. Bei Wirecard haben auch die Wirtschaftsprüfer versagt und für die ist aber nicht der Scholz zuständig, sondern der Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ohnehin die überflüssigste Erfindung seit dem Dinosaurierbeauftragten im Pleistozän. Und die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, ey, KPMG, Kinder prüfen mein Geschäft. Und natürlich und die amerikanische und die amerikanische Consulting-Firma Spitzberg Partners, jahrelang Berater von Wirecard, hat im September 2019 noch in Gestalt von ihrem Lügenbaron Karl Theodor zu Guttenberg um flankierende Unterstützung des Zahlungsdienstleisters beim Markteintritt in China gebeten. Und wo haben sie darum gebeten? Im Kanzleramt. Und wer hat ihm zurückgemailt, dass nach der China-Reise weitere Flankierungen zugesagt sei? Das Kanzleramt, weil sich die Kanzlerin persönlich in China dafür stark gemacht hatte. Ja, ich meine, okay, dass der geölte Guttenberg da auch seine Finger, das hat mich wirklich nicht überrascht, weil wenn es um Hochstapeleien geht, ist der Sack dabei. Na, er hat ja auch bei der lieben Angela als Präsident der windigen Briefkastenfirma Augustus Intelligence für das amerikanische Start-up geworben, das den CDU-Jungspund Philipp Amthor alimentiert hat, der natürlich von seiner Partei geschützt wird, da er ja stets in ihrem Geiste handelt, von wegen konsequent, konservativ, käuflich. Nein, es ist... Wer im Kanzleramt ein- und ausgeht, das ist eigentlich egal. Gut, neulich gab es kleine Aufregung, weil Greta Thunberg und Luisa Neubauer zur Audienz geladen waren. Was wollen die Rotzmädels da, die Drecks gehören? Was wollen die? Ja, weil das vergessene Klimathema ein bisschen hat den beiden überhaupt nichts gebracht. Aber der Kanzlerin, 15 Jahre lang klimapolitisch nichts gemacht, einmal in der Antarktis im roten Anorak rumgehopst, dass drei Polkappen vor Schreck abgeschmolzen sind, ansonsten nichts. Und jetzt auch wieder nur, okay, sagen alle, ja, Klima können wir jetzt nicht, wir haben Corona. Corona, viel wieder Klima, können wir, Corona, wir dürfen die Wirtschaft jetzt nicht noch mit Umweltauflagen belasten, sagt der Altmaier. Und der smarte Mittelstandsjunkie von der Union, Carsten Linnemann, fordert ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft. Jetzt bloß nichts fordern wegen Klimaklimbim, denn wir müssen uns jetzt auf die Bewältigung der Krise konzentrieren. Alles andere, das weniger existenziell ist, muss zurückgestellt werden. Ich sage, hallo? Moment mal. Hallo? Also, gibt es etwas Existenzielleres als die Klimakrise? Der Permafrost taut auf, wir wissen gar nicht. Ich habe dann nur noch auf den Lindner gewartet, dass der auch wieder mit seiner alten Schellackplatte um die Ecke kommt, von wegen von Kindern kann man nicht erwarten, dass sie das ökonomisch Machbare sehen. Klimaschutz ist eine Sache für Profis. Da habe ich da beim ersten Mal schon gesagt, Lindner, habe ich gesagt, man sollte dir mal stecken, dass Politik eine Sache für Profis ist. Der Posterboy, hä? Der Posterboy der FDP, der unter Nachhaltigkeit immer nur versteht, nach uns die Sintflut und gar nicht kapiert, dass die Sintflut vor uns liegt. Und von wegen, wir müssen alles den schlauen Profis überlassen. Da habe ich auch mal gesagt, da habe ich gesagt, Chrissy, die Arche Noah wurde von einem Amateur gebaut und gesteuert. Die Titanic von Profis. Jetzt kommst du, da kam aber nichts mehr. Na, außer das übliche Gestammel, ja, die Titanic ging ja deshalb nur so schnell unter, weil am Rumpf zu wenig Nieten waren. Also, naja, dann kann dir mit deiner Partei
ja nicht mehr viel passieren. Das ist aber auch so, die Arche Noah, da ranken sich auch so viele Legenden drum. Wir reden ja heute so viel über Verschwörungstheorien. Und da muss man auch sagen, also was die Arche Noah anging in der Bibel, gut, sagen viele, okay, die Bibel, da muss man alles glauben. Sage ich, nein, muss man nicht, weil die Bibel war ja sowas wie die Fox News der Antike. Und da haben die also auch, haben die ja früher immer gemalt im Religionsunterricht. Ne, die Arche Noah, so kleines Holzschiffchen, ein paar Wellen, bis sie irgendwo an den Ararat gedotzt ist. Und ich war einmal in Hamburg, habe ich so eine Hafenrundfahrt in so einer Barkasse. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wie groß muss diese Arche wirklich gewesen sein? Die muss ja riesig, also zwei Exemplare von allen Tierarten. Und damals gab es noch viel mehr Artenvielfalt, das muss also Costco, China Shipping ohne Ende. Und von daher verstehe ich auch, warum im Gottesdienst keine Zwischenfragen zugelassen sind. Das wird mir gefallen. Ne, wenn man zweifelt und mitten in der Predigt sagt einer dann, jetzt Moment mal, Herr Pfarrer. Wenn Sie gerade, kommen Sie mal hinter Ihrem Tabernakel da ein Stückchen vor, also wenn ich Sie ganz kurz, weil Sie gerade so schön da bei der Predigt sind mit der Arche. Jetzt sagen Sie, von 4 Mann ist das Ding gebaut worden, ja? Also, ich bin Rentner jetzt. Ich habe 40 Jahre lang auf der Werft geschafft als Punktschweißer. Wir haben dort viele Schiffe repariert, wir haben auch viele neue auf Kiel gelegt, so kleinere halt, so Binnenschiffe, aber im Main haben die auch groß ausgesehen. Jetzt sagen wir mal so, 2 Elefanten, ein paar Büffel, 2 Giraffen, gut, da kannst du die Ladeluge noch aufmachen, Nashörner, Nilpferde, Bisons, da wird's schon eng. 3 Shots müssen wir uns denken, schon einmal allein für 2 Blauwale. Und da sind die Grindwale und die Buckelwale und die Pottwale und die Orcas noch nicht dabei. Wie sollen das gegangen sein damals? Wie? Hä? Und vor allem, ich weiß, wie lange es gedauert hat, bis so ein Schiff fertig war. So, jetzt kommen Sie. Nächsten Sonntag komme ich wieder. Da babbeln wir dann mal Klartext auch, da will ich eine Antwort. Und dann babbeln wir mal Klartext, wie das mit dem unbefleckten Dings von der Maria gegangen sein soll. Das wird mir gefallen. Lebendige Kirche, hervorragend. Wäre das toll. Lebendige Kirche, das wird mir so gefallen. Was ist denn jetzt schon? Ach, das ist doch scheiße. Diese Geißel der Menschheit, diese Smartphones, es ist so furchtbar. Die machen mit einem ja, was sie wollen. Die plötzlich irgendwas blinkt. Siri und Alexa müssen wir da auch irgendwas draufgespielt haben. Schrittzähler habe ich überhaupt nicht bestellt. Jetzt jeden Tag zeigt wahrscheinlich melden das sofort an die Krankenkasse. Oh, der Priola hat sich heute zu wenig bewegt. Müssen wir gleich Strafe. Dauernd. Und was mich am meisten sind diese Push-Nachrichten. Ich habe die nie bestellt. Da kommen immer diese Push-Nachrichten. In der Corona-Zeit pusht es ja sowieso. Diese ganzen Warnungen. Jetzt sage ich, ja, wir dürfen nicht übermütig werden. Aufpassen, kein Leichtsinn. Die Kanzlerin hat als erstes gewarnt, wir müssen die Zügel jetzt wieder anziehen. Eine Woche später kam der Söder und hat gesagt, wir werden die Zügel jetzt wieder anziehen. Irgendwie sind die beiden geistig immer noch bei ihrer Kutschfahrt, oder? Und wir sind die Ochsen, die vor dem Karren irgendwo rumgespannt werden. Wo man die Zügel. Es ist ja diese Push-Nachrichten, wenn sowas, da geht es ja nicht. Am schlimmsten ist ja, dass ständig irgendwelche Behelfspromis mir da auf das Ding gespielt werden. Meistens irgendwie Tochter oder Frau, deren Berufsbezeichnung nach einer nie erfolgreichen Karriere immer Model oder Schmuckdesignerin oder Frau oder Freundin von Lothar Matthäus oder Till Schweiger ist. Ne, diese ganzen Sophias und Silvis und Sarahs und dann kommt der Wendler immer noch dazu und ganz schlimm Lena Meyer-Landrut. Das war bei der, die hat ja vor 11 Jahren, das fand ich noch ganz schön, bei dem Eurovision Song Contest, seitdem kein Hit mehr, brauchst du diese Push-Nachrichten, hat meine Tochter nur gesagt, nein, nein, die hat Millionen Follower, weil die ist Influencerin. Sag ich, Influencer, aber das ist irgendwas so wie Grippe. Ne, also wo alle sagen, wichtiger neuer Beruf, Influencer.
die dann auch irgendwo auf YouTube irgendwelche Schmuckimitate von Bijou Brigitte irgendwem an und dazu grausame Lieder. Das waren früher in der analogen Zeit, haben die versucht, in der Fußgängerzone die irgendwelche Gemüsehobel anzudrehen. Ja, schauen Sie, kommen Sie, schauen Sie, staunen Sie. Staunen Sie, nehmen Sie diesen Gemüsehobel, der macht aus einer Gurke drei. Sag, schnell weiterlaufen. Sonst verhaften sie dich. Lena halbnackt in der Badewanne. Lena nackt im Klo. Im Bad hat sie es irgendwo. Lena teilt ein Unterwäschebild. Fans achten auf ein besonderes Detail. Es pusht auch immer so. Er wusste gar nicht, was er saß am Flussufer und dachte, er sähe einen Biber. Dann entdeckt er etwas völlig anderes. Wahrscheinlich irgendwas, was von der Arche Noah üblich ist. Also, Nippelblitzer bei Lena. Warum trägt sie einen solch löchrigen Pullover? Ich vermute mal Motten. Warum steht sie immer bei ihren Liedern? Kann sie nicht mehr sitzen? Hämorrhoidenalarm bei Lena. Dieser ganze Fernsehzirkus, das ist wirklich so. Also die Sendungen sind ja gar nicht. Am wichtigsten sind ja die Aftershow-Partys. Ich war da auch schon öfters und das war also einmal, habe ich gesagt, da bin ich hin oder oh, da war einer. Hab ich gesagt, die hat mir also, ich meine, Brunftbariton bisschen ausgepackt und gesagt, hallo. Na, das hätte ich gar nicht mehr für möglich gehalten nach so einer drögen Show, dass mir da so ein Lichtblick, solch ein Quell der Heiterkeit entgegenhopst. Dann hat sie nur gemeint, ich bräuchte mir keine Mühe geben. Es wäre mit Männern, wäre sie sowieso durch. Und also sie sei jetzt auf dem Land und da sei sie glücklich mit ihren Tieren. Und da würde sie, habe ich gleich zurückgesäuselt. Ja, ja, das verstehe ich schon. Ja, ist klar. Das ist wirklich so. Ja, wir Männer, wir können manchmal wirklich genau so sein, wie Frauen das von uns erwarten. Nicht? Ja, das ist. Welche Tiere magst du denn so besonders? Jo, hat sie gemeint, also sie wäre neulich im Zoo gewesen und da so ein kleiner Tapir, der hätte ihr so toll gefallen. Hab ich dann gesagt, Zeus. Kannst du Tapir? Nö, hat er gemeint, es müsste vor seiner Zeit gewesen sein. Scheiße, der kann doch sonst alles. Stier konnte er ohne Ende, da hat ihm wieder eine gefallen. Europa, zack, hat er gesagt, spring drauf, ab nach Griechenland. Das wird er heute nicht mehr machen. Hä? Gerade jetzt, wo wir doch also den Ratsvorsitz in der EU, wir, wenn da Angela Merkel ankäme von wegen, hallo Zeus. Nimmst du nicht mit? So schnell hast du noch keinen Stier laufen sehen. Vor allen Dingen eins kriegen wir hin, ne? Also dass europäische Steueroasen das bleiben dürfen, was sie sind, unsolidarische Steueroasen, obwohl die EU Steuervermeidungstricks ein Ende bereiten will. Über das geplante Gesetz sollte Ende September abgestimmt werden, aber wird nichts, weil die deutsche Ratspräsidentschaft die Abstimmung verschiebt. Denn wer ist gegen das Gesetz? Der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier. Olaf Scholz wäre eigentlich dafür, aber leider geht nicht so, weil wir sind ja Koalitionstreue und im Zweifel ist er den Granden von Hochfinanz-Warburgen auch näher als dem kleinen Mann, ne, für den er gerne in Sonntagsreden über die soziale Ungerechtigkeit schwafelt und da steht Deutschland ja auch ganz schlecht da, also wie das Vermögen bei uns verteilt ist. Da sind wir Letzter in Europa und ich glaube das gern, weil das sieht man jedes Jahr an der Gewinnausschüttung für Großerben wie Quandt und Klatten, also leistungsloses Einkommen. Und die durften beim letzten Mal eine knappe Milliarde an Dividende einstreichen. Dann haben wir uns so gefragt von den üblichen Verdächtigen, Fokus, Welt, ne, Bild und sagen, ja, ganz schön viel Geld. Und da haben die gesagt, ja, ja, das stimmt, aber mal ehrlich, wer wollte schon mit uns tauschen? Jo. Ich wüsste ein paar, aber klar, dass für solch
leistungslose Leistungsträger darf natürlich auch keine Vermögensteuer entfallen irgendwann. Also wo viele gesagt haben, dass wir dann also vielleicht als Obolus bei dem, also da kann man nicht, also das 1% der Bevölkerung, das, also 1/3 des deutschen Netto-Gesamtvermögens besitzt, kann man sowas nicht zu. Also deshalb wurde die Idee, also den finanzstärksten Schultern vielleicht ein bisschen was zur Bewältigung der Corona-Krise obendrauf zu, sofort verworfen. Also ich habe da eine interessante Studie mal gelesen über Wildbeutergesellschaften von Christopher Böhm. Die hat gezeigt, wie wir Menschen früher miteinander, es war toll. Da haben wir alle zusammengehalten, da wurde wild gejagt, es wurde kooperativ geteilt. Und wer das nicht gemacht hat, also neben Mord und Diebstahl, war einer der größten Verstöße, die Unterlassung mit anderen zu teilen. Und zu den Bestrafungen Hohn und Spott in der Öffentlichkeit, Ächtung und im schlimmsten Fall ordentlich Prügel. Das wird mir heute auch. Ne? Weil heute ja viele sich viel mehr als ihnen eigentlich zusteht. Aber keiner zieht ihnen die Keule über den Kopf, weil wir nicht mehr in der Steinzeit. Und da kam gleich wieder mein Management und hat nur gesagt, oh, Urban, jetzt hör doch mal auf mit dem, das ist mit dem Finanz, das ist ja wie damals mit Griechenland und Arm und Reich. Wie oft hast du das schon gesagt? Wo willst denn du dieses Wirtschaftsbashing machen? Bei Arte im Nachtprogramm? Kurz vor den schönsten Bahnstrecken Deutschlands? Hä? Habe ich gleich meinen alten Freund und Kollegen Georg Schramm angerufen, der auch stets der Meinung war und ist, wenn es etwas anzuprangern gilt, was in einer Gesellschaft schief läuft, dann kann man das gar nicht in oft genug in wiederholtem Maße tun. Darf hier mal an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob Sie schon mal von ihm gehört haben, Sie sind ja eigentlich eher für die leichte Kost zuständig. Warren Buffett hat einmal gesagt, wir sind nicht in einem Krieg links gegen rechts oder jung gegen alt. Wir sind in einem Krieg arm gegen reich. Und wir Reichen werden diesen Krieg gewinnen. Um jetzt nochmal auf Ihr dämliches Beispiel da mit der Beute, eine Hirschkuh wird es wohl gewesen sein. In der Antike, im Falle dieser beiden pferdestärken Parasiten Quant und Klatten, würde das wohl bedeuten, die Gemeinschaft geht auf die Jagd, trägt das Wild in die Höhle und dort sagen die nichtsnutzig herumsitzenden Quant und Klatten, schön, dass ihr uns unser Abendbrot vorbeibringt, an dem wir uns gleich gütlich tun werden. Die hintere rechte Hirschkuhklaue könnt ihr euch nehmen. Den Rest verputzen wir. Aber auch eine Hirschkuhklaue in Salbei gegrillt, schmeckt vorzüglich und hält lange vor, wenn man sie sich gut einteilt. Guten Appetit. Danach ging es mir besser. Also danach war es, danach ging es mir, da war ich froh. Da ging es mir besser. Das sind ja so die Diskussionen, die wir jetzt auch haben in der Krise, wo alle sagen, ah, lernen wir was und wie können wir alles ein bisschen gerechter verteilen. Und da haben die ja den einen, also Kevin Kühnert, oh je, als der mal den Vorschlag gemacht hatte, ja, wir wollen, also gleiche Enteignung, Sozialismus, Kevin will den Kommunismus wieder einführen, Stalins Faust wird sich aus der Hafe, also Kinder, mit Kühnert, diese Aufregung, warum? Der kleine König Kalle Wirsch war nun mal der Chef der Nachwuchsorganisation der SPD, deren Aufgabe es doch ist, den Altvorderen im Nacken zu sitzen und nicht buckelnd vorneweg zu marschieren, wie es die konservativen Hirnkreise der Jungen Union machen. Da habe ich Angst, aber doch bitte, also, aber bitte doch nicht bei den, hör mal, doch bitte nicht bei den Jusos, die werden auch mal erwachsen, die wollen doch nur spielen. Vor 40 Jahren, da wo ich herkomme, Aschaffenburg, gab es den Bundeskongress der Jungsozialisten. Und wer wurde damals zum Vorsitzenden gewählt? Einer, der vorher lautstark verkündet hatte, er sei stets bekennender Marxist gewesen, habe nur ein Ziel, den Kapitalismus in seiner bestehenden Form zu überwinden. Und dieser schneidige Jungsozialist hieß, das kann ich euch verraten, ne? Gerd Schröder, heute der oberste Gasableser von Putin, der oberste Genosse der Bosse, der sie mit seiner Agenda
2010 erfreut und gekauft hat. Ne, weil wir wissen ja heute alle, wofür diese Abkürzung steht. Agenda. Ne, ist klar, atemberaubende Geschenke einer nie dagewesenen Arbeitgeberverbands Wunschlisten-Erfüllungsgehilfentruppe. Mal sehen, was der Kühnert noch alles so vorhat. Die frisch geschasste Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, hat zu seinen Vergesellschaftungsfantasien nur gemeint, vielleicht sollte man sich die eigenen Parteiprogramme noch mal durchlesen, das könnte nicht schaden, wenn man nur einen Blick in das Godesberger Programm wirft. Er sagt, Linda, vielleicht solltet ihr euch auch noch mal an eure Freiburger Thesen erinnern. Da stand auch Interessantes drin, von wegen die liberale Reform des Kapitalismus erstrebt die Aufhebung der Ungleichgewichte, die aus der Akkumulation von Geld und Besitz und der Konzentration des Eigentums in den Händen einiger weniger erfolgen. Ich so, wie? Ich gesagt, Karl Marx war in der FDP? Gab's die damals schon? Aber das ist ja das, was heute alle wollen. Parteiprogramme, Visionen, irgendwas Neues. Danach lechzen die Leute, weil sie sagen, wir müssen doch mal, wow, das irgendwann mal, wow, wow. Weil in einem Jahr haben wir ja wieder Schicksalswahl. Und alle sagen, aber wer will was? CDU, FDP, SPD, die üblichen Verdächtigen, klar. Wo ist mal was Neues? Was wollen die Grünen eigentlich? Schubsen immer ihren Winfried Kretschmann wie den Chibo-Onkel als Aufsteller nach vorne. Er sagt, wir müssen zeigen, dass wir Grünen noch breiter in der Mitte sein können. Noch konservativer Zuversicht. Ich sage all denen, die verzagt sind, immer erzählt nicht Gott, wie groß eure Probleme sind. Erzählt euren Problemen, wie groß Gott ist. Also sag mal, hä? Hallo? Das haben wir uns auch mal anders vorgestellt, das mit der grünen Revolution. Zuversicht, okay, das verstehe ich ja noch. Das brauchen wir in diesen pandemischen Zeiten, so ein bisschen Aufbruchstimmung. So, ja, ja, komm, es geht raus, gut, solche Leute gibt's, die einem so, also Professor Karl Lauterbach zum Beispiel, gell? Dauergast in allen Talkshows, aber warum ist der eigentlich nicht in Kurzarbeit? Ne? Jedes Mal, wenn du denkst, yes, wir haben es, jetzt geht's raus, dann kommt immer der Lauterbach. Wir stehen erst ganz am Anfang der Pandemie, das ist die Lockerungen. Jetzt bei Covid-19 kommen noch viel zu früh, wir haben noch immer keinen Impfstoff, den haben wir auch beim SARS-Virus nicht bekommen. Und bei HIV warten wir nach über 40 Jahren immer noch darauf. Wenn wir dann, sollten wir die Lockerungen in 2, 3, 4 Jahren vielleicht ausweiten können, zumindest ein Medikament haben, das aber auch die Nachfolgeviren Covid-20, Covid-21 und Covid-22 nicht reagieren wird, dann wird sich zeigen, dass wir den Lockdown, und davor habe ich immer gewarnt, viel zu früh beendet haben. Dann kommt die 7. und die 8. Welle und dann wird das verheerende. Das ist wirklich wahr. Das ist die Arbeitsteilung der großen Koalition, oder? Die Schwarzen schüren Angst und die Roten rauben dir Hoffnung und Zuversicht. Der Gesundheitsexperte der SPD, ein toller Epidemiologe, sagen alle. Sein Fachgebiet, sag ich nur, wenn er auf diesem Gebiet doch eine solch international anerkannte Koryphäe, warum forscht er dann nicht hochdotiert an den bedeutendsten Instituten der Welt, sondern treibt sich in der Politik rum, noch dazu in der SPD? Ja, frag Alexa. Frag Alexa, hat mir Siri gesagt. Frag Alexa, habe ich dann gemacht. Hat die mich erst mal angeranzt, von wegen, wo ist eigentlich dein Text für den Poetry Slam? Habe ich gesagt, bitte was, wofür dein Text für den Poetry Slam? Das habe ich schon mit deinem Management besprochen. Neue Follower generieren, junges Publikum, in einer Woche ist Termin, kleine Kellerbar. Also mach mal, ich höre dich ab. Habe ich gesagt, ja, das weiß ich schon länger, dass du mich abhörst. Also, na los jetzt. Poetry Slam, yo! Yo, yo, ey, Leute, ich bin's, euer Urban. Ich bin nicht mehr ganz fresh,
Drum blogge ich schon am Morgen, dann wird's ein guter Trash. Die CDU ist schwierig, ey, das weiß ein jedes Kind. Egal, ob sie aus Sachsen oder sonst woher auch sind. Doch geht's um viel, viel Größeres, um unsere Demokratie, gefühlt schon 1000 Jahre alt, gefährdet wie noch nie. Ich verschwöre, ey. Jo. Hab ich gesagt, und? Stand meine Putzfrau schon in der Tür, hat nur gemeint, soll ich Doktor rufen? Hab ich gesagt, nein. Hab ich gesagt, nee, ich habe gerade mit Alexa, wir reden gerade über Demokratie. Und Demokratie, das ist wichtig, ja, Demokratie ist schön, ja, nicht nur schön. Demokratie ist keine Party, zu der man einfach mal so hingeht. Demokratie ist eine Party, die man selber ausrichtet. Da kommen dann auch immer seltsame Gestalten dazu, die furchtbaren Nudelsalat mitbringen, aber das muss man aushalten. Manchmal ist Demokratie auch eine echte Sisyphusarbeit, ja. Dass man rollt und rollt und rollt und das kenne ich vom Pilates und am Ende ist der Stein unten und es geht wieder von vorne los. Ich weiß, und manchmal denke ich mir doch auch, ey, komm, ey, was soll das alles noch? Mal so zwischen Tagesschau und Plasberg und der Illner. Ja, ja, wie sinnlos ist das eigentlich alles? Also, ich habe mir schon, oh, Priol, was strampelst du dich eigentlich noch ab? Am Ende bleibt halt doch nur die Erkenntnis, alles fließt. Die Kleinen lenkt man und die Großen lässt man laufen. Und Geld regiert die Welt. Also im Grunde hat sich seit der Antike so viel eigentlich gar nicht geändert. Ne? Und morgen ist heute Abend auch schon gestern. Das ist, wem kann man noch irgendwo, wem kann man noch vertrauen? Wer macht einem Hoffnung? An wen kann man sich wenden? An die Götter, sagen ja viele, ja, an die Götter. Ja, aber Zeus, das hat ja schon mit dem Tapir nicht geklappt. Und trotzdem fleht man, sagt, ihr Götter, helft und helft. Und dann erschien er mir, Zeus, seltsamerweise ausgerechnet als Winfried Kretschmann. So, Herr Priol, seien Sie doch nicht immer so verzagt. Sehen Sie doch auch die Möglichkeiten. Schaut, selbst ich als Grüner habe es zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg geschafft, diesem Land, in dem Daimler, Bosch und Porsche die Unternehmenskeule schwingen. Sehen Sie doch auch das Positive, das Wahre und das Schöne. Die größten Kartoffeln suchen sich die dümmsten Bauern, ja. Aber auch eine Spätzle-Revolution frisst am Ende ihre eigenen Kinder, weil der Battel dort den Most holt, wo der Hund im Pfeffer begraben liegt, der aber nicht mehr bellt und somit auch kein Fass mehr zum Überlaufen bringen kann, weil er weiß, was des Pudels Kern ist. Wow. Und jetzt noch eins. Jetzt noch eins zu Ihrem Sisyphus. Da hat doch schon der Sartre oder war es der Camus, egal, ein Franzose, hat doch schon gesagt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Also. 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 Also, also, machen wir das Beste draus. Weiter geht's. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.